mich in diesem Wettbewerb gut abschneide. Ich behalte zwar nicht meine Chance, aber das macht mich nicht aus. Ich musste mir von zwei Waffen auf einmal anhalten. Wutentbrannt stürmte ich vorwärts und beschoss die Kreatur mit zwei separaten Blitzen. Ihr Schwanz sauste blitzschnell herum und lenkte sie, scheinbar zu Herzen warf ich einen Blick zurück zum Streitwagen. Aber welcher? Das Ungeheuer auf mich und presste mich auf den Boden, hatte ich meine Arme gegen ihren Hals stemmen und das Maul auf Abstand. Zähne kam mir immer näher. Ich spürte den heißen Atem, ihre Augen glühten vor Geschlossenheit und sie schnappte immer wieder zu, wieder davon entfernt, meinen Hals zu zerbeißen. Es wollte mich ein Hauptrasseln durchführen. Der Mittelpunkt des Raumes. Dort musste er sein. Und Bacchus hatte den Gewinner immer noch nicht bekannt gegeben, was bedeutete, dass noch niemand den Kranz in die Finger bekommen hatte. Ich konnte diesen Wettbewerb immer noch gewinnen. Mein Wagen raste zwischen den zwei identischen Hügeln hindurch und tatsächlich, alle acht Wege liefen hier in einem kreisförmigen Bereich zusammen, der etwa halb so groß war wie der Kampfring im Kolosseum. In der Mitte stand ein riesiger Baum, an dem der Kranz hing. Aber um den Baum herum verlief eine grüne magische Grenze, die man nur durch ein einzelnes Tor durchschreiten konnte. Es wurde von einer riesigen, abscheulichen Schlange bewacht, die vom Nacken bis zur Schwanzspitze mit bedrohlich aussehenden Stacheln übersät war. Ihre Augen leuchteten blau, aber sie waren nicht auf mich gerichtet. Sie starrte Cillian an. Plutos Auserwählter hatte den Boden allerlei Metall abgerungen, Klumpen von Gold, Silber und Bronze, und war kurz davor, sie auf die Schlange zu schleudern. Doch plötzlich glühten die Augen der Schlange strahlend gelb auf und das Metall fiel krachend zu Boden. Ich konnte gerade noch sehen, dass Cillians Augen im selben Gelb leuchteten wie die der Schlange, bevor er bewusstlos zusammenbrach. Cillian ist impulsiv, wurde mir klar. Das ist seine Schwäche. Julian und Pierce befanden sich ein wenig abseits. Sie waren in einen blutigen Kampf verwickelt. Julian schwang zwei Schwerter gleichzeitig, Pierce war Feuerbälle. Sie bewegten sich so schnell, dass ich kaum sagen konnte, wer die Nase vorn hatte. Dann geriet Pierce für einen Moment ins Stolpern. Er fing sich schnell wieder, doch Julian hatte ihn wohl mit einem seiner Schwerter verletzt. Ich atmete erleichtert aus. Um Julian musste ich mir offensichtlich keine Sorgen machen. Ich sah mich weiter auf dem Kampfplatz um und entdeckte Antonia, die auf der gegenüberliegenden Seite des Kreises stand. Sie schoss mit ihrem Bogen Pfeile auf die Schlange, sah aber gar nicht in die Richtung, in die sie zielte. Stattdessen starrte sie konzentriert auf den Boden. Kein Wunder, dass die meisten Pfeile daneben gingen. Wenigstens ein paar brachen die Schlange zwar, aber sie prallten von ihren harten Stacheln ab. Die Schlange öffnete ihr Maul und zeigte ihre langen Giftzähne, während sie Antonia anzischte. Die Pfeile mussten sie wütend gemacht haben, aber verletzt wirkte sie nicht. Sieh ihr nicht in die Augen! Schrie Julian, während er Pierce Angriffe abwehrte. Verstanden! Erwiderte ich und wandte mich schnell von der Schlange ab. Ich wollte schließlich nicht wie Cillian enden. Plötzlich hörte ich ein leises Surren, da kam mich etwas am Bein. Ich schrie auf und blickte voller Entsetzen auf den Pfeil, der in meiner Kniescheibe steckte. Antonia. Sie zielte nicht länger auf den Basilisken. Sie hatte beschlossen, erst mich auszuschalten. Ich wollte den Pfeil instinktiv herausziehen, aber ich hielt inne. Ich würde nur noch mehr Blut verlieren. Es tat höllisch weh, aber bis zum Ende des Wettbewerbs musste ich den Pfeil dort stecken lassen. Ein weiterer Pfeil schlug in meinem anderen Knie ein. Ich schrie auf, stolperte und fiel rückwärts zu Boden. Ich stützte mich auf meine Hände und versuchte aufzustehen. Aber meine Beine weigerten sich, meinen Körper zu tragen. Ich stöhnte vor Schmerz und fiel wieder hin. Ich sah auf. Antonia hielt ihren Boden bereit, um weitere Pfeile abzuschießen. Aber dieses Mal war ich bereit. Ich hob die Pfeile und schoss vom Boden aus Blitze ab, die jeden Pfeil polarisierten, der auf mich zugeflogen kam. Es war wie im ersten Kampf im Kolosseum, als ich die herabregnenden Weintrauben abgeschossen hatte. Ich wusste, dass mir ihre Pfeile so nichts anhaben konnten. Aber sobald andere Wettkämpfer hier in der Mitte des Rades ankamen, wäre ich leicht gebeutelt. Ich musste Antonia selbst ausschalten, nicht nur ihre Pfeile. Und zwar jetzt sofort. Folgen, nicht töten, auf keinen Fall töten. Ich nahm einen tiefen Atemzug. Brian und Finn hatten mich darin trainiert, die Spannung meiner Stromstöße zu kontrollieren. Ich durfte nicht zögern. Ich musste mich auf mein Training besinnen und darauf vertrauen, dass ich es tun konnte. Mit einer Hand hielt ich ihre Pfeile ab, mit der anderen sammelte ich Strom. Als ich die richtige Menge in meiner Handfläche spürte, schleuderte ich den Blitz direkt in ihren Bauch. Sie kampfte und fiel rückwärts auf den Boden, so steif und gerade wie ein Brett. Ich starrte sie mit angehaltenem Atem an. Mit meinen verletzten Beinen konnte ich nicht hinüberlaufen, um ihren Puls zu prüfen,
erschienen, um mich für einen Regelverstoß zu bestrafen. Antonia war erschienen. Meine Muskeln verspannten sich und ich konnte wieder regelmäßiger atmen. Aber der Trost währte nur eine Sekunde lang. Aber ich hatte mit beiden Armen kämpfen konnte. Ich musste mich um die Schlange kümmern. Bevor das passierte, mussten Julian oder ich uns den Kranz schnappen. Es musste, um den Kranz zu holen. Ich sah noch einmal zu Julian und Pierce. Julian hatte nach wie vor die Oberhand, der Schlange nicht in die Augen zu sehen und sammelte so viel Magie, wie ich konnte. In allen Reihen. Er setzte sich auf, öffnete seinen Schoß und bedeckte meinen Hals mit seinem Körper. Ich lenkte meinen Kopf zurück, während mein letztes bisschen Kontrolle anstand. Das war alles, was ich gehört habe. Jeder einzelne Teil von mir. Er gehört mir. Ich drückte meine Hüften gegen seine. In mir war eine Leere, von der ich wusste, dass nur er sie nehmen konnte. Und ich konnte mich nicht länger dagegen wehren. Jetzt. Wir warten, bis du bereit bist, sagte er ernst. Aber bis dahin. Er sah mir tief in die Augen, während seine Hand unter meinen Rock wanderte, an meiner Unterwäsche vorbei und zog meine Schenkel. Dann ließ er seine Finger in mich gleiten. Ich horchte auf. Meine